willkommen in meiner Küche. Ich mache heute Pilzreispfanne. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Es gibt schon ein paar Gemüsesorten, die habe ich immer in meinem Tiefkühlfach, wie zum Beispiel Mais, Erbsen und Blumenkohl. Da kann man nämlich schnell was draus zaubern und Mais und Erbsen schmecken uns zum Beispiel auch nicht aus der Dose. Pilze habe ich bisher immer frisch gekauft, aber in das Gericht hier kommen Tiefkühlpilze rein. Das macht das Ganze natürlich einfach und unkompliziert. Und es muss auch nicht viel vorbereitet werden. Gerade mal eine Zwiebel, die klein gewürfelt werden muss. Die Zutaten schreibe ich euch alle unter das Video in die Infobox. Die Zwiebeln habe ich dann in heißem Öl so 2-3 Minuten angebraten und dann kommen auch schon die Tiefkühlpilze dazu. Also nicht vorher auftauen, sondern einfach aus dem Froster holen und mit dazugeben. Nach ein paar Minuten sind die Pilze dann aufgetaut und unten auf dem Pfannenboden hat sich eine Flüssigkeit gebildet, die auf keinen Fall wegmachen. Da ist der ganze Geschmack drinne. Und das Wasser brauchen wir nun auch für den Reis. Der Reis kommt nämlich roh einfach nun mit dazu. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe ganz normalen, einfachen Langkornreis genommen. Reis dazugeben, umrühren und dann kann schon die ganze andere Flüssigkeit dazugegeben werden. Ich habe ein Päckchen Pflanzensahne genommen und habe dann das komplette Päckchen mit Wasser ausgespült und nochmal mit in die Pfanne dazugegeben. Alles umrühren, mit Salz und Pfeffer würzen, Deckel drauf und 20 Minuten bei kleiner Temperatur köcheln lassen. Zwischendurch mal schauen, nicht dass was anbrennt, vielleicht muss man auch noch ein bisschen Wasser dazugeben und dann ist auch schon alles fertig und man kann es genießen. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt dort dem Video einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch ein paar andere Kochinspirationen braucht, könnt ihr auch gerne noch mal hier in die Videos reinschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Hunger und bis zum nächsten Mal.